Das hier bin ich, bevor alles losgeht. Ich bin es, der aus meiner Wohnung tritt und durch den Gang zum Lift geht und leise ein Liedchen vor sich hin singt. Nein, ich habe keine Ahnung welches, falls wer fragt. Und das hier bin ich im Aufzug. Nur singe ich jetzt nicht mehr, weil Fahrstuhlmusik reicht. Sollen wir die Tür zumachen oder tun wir so, als stünde da noch dieser Fettberg in der Türöffnung, dem wir nicht den Arsch abzwicken wollen? Okay, dann respektieren wir heute mal seine persönliche Steißsphäre und drücken nicht auf den Türe-Schließen-Knopf, sondern trödeln unnütz rum. Trödel-düdel-di, trödel-didel-dum. Jetzt macht die Tür auch klonk. Klonk. Der Gespensterklops ist endlich weg und wir rauschen nach unten. 18 Stockwerke. Und weil vormittags niemand das Gebäude verlässt, bin ich um diese Zeit meist allein und fahre nur mit mir und diesem südkalifornischen Nasenflöten-Instrumentalkalypso bis ganz hinunter. Ich bin es, also der diesen handgepflückten, biodynamischen Honig-Meersalz-Räubusch-Tee schlürft und dessen nussige Fülle und den dezenten Delfin-Sperma-Geschmack genießt, als dieser Aufzug mit seinem Gepinge schon am nächsten Stockwerk hält. Und jetzt bin ich es, der dem Unerwarteten freudig entgegensieht und sich auf ein unverhofftes Glück einstellt. Ping. Sämtliche Cops dieses Scheiß-Universums stehen auf der 17. Etage herum und dazu zwei Typen in Raumanzügen von der Spuransicherung.